Mit einem Klick auf das dritte Symbol gelangst du zu deinem Portfolio. Ein Portfolio ist wie ein Album oder eine Zeichnungsmappe. Hier kannst du deine wichtigen Arbeiten speichern. Oft steht der Auftrag dazu im Lehrmittel oder du erhältst ihn direkt von der Lehrperson. Manchmal gibt es vielleicht auch Arbeiten, die einfach dir wichtig sind. Wenn du bereits ein eigenes Portfolio hast, kannst du auch dieses benutzen. Wenn nicht, steht dir hier eins direkt zur Verfügung. Ich zeige dir nun, wie dieses Portfolio funktioniert. Der erste Menüpunkt sind die Themen. Damit kannst du deine Beiträge besser ordnen. Als Beispiel lege ich die Themen Bilder und Videos an. Du kannst deine Themen jederzeit wieder ändern, löschen oder umbenennen. Im zweiten Menüpunkt kannst du einen neuen Eintrag erfassen. Als erstes erstelle ich einen Beitrag für meine Videos. Sowohl im Titel wie auch beim Inhalt muss etwas drinstehen. Anschließend kannst du das Video von deinem Computer hochladen. Du klickst auf Vorschau und nun kannst du einstellen, wie groß dein Video dargestellt werden soll. Wenn du nichts machst, wird einfach die Originalgröße beibehalten. Wenn du nun auf Speichern klickst, siehst du, wie dein Portfolio-Beitrag ausschaut. Aber unter deinem Beitrag steht, dass er noch nicht freigegeben ist. Das heißt, dass deine Lehrperson ihn noch nicht sieht. Sobald du hier auf Freigeben klickst, kann deine Lehrperson den Beitrag sehen. Alle anderen aber nicht.